Und imperiale Vergeltung, Territorialschlacht, Phase 2 von 6. Das heißt, es geht weiter bei den Gilden-Events. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit den Gilden-Events. Heute steht eine Territorialschlacht an, nämlich Hoth. Denn Geonosis werde ich erst mit der nächsten Folge wieder machen können, wenn die Phase 3 und Phase 2 von Geonosis ansteht. Ja, und somit fangen wir jetzt gleich an und bringen das hier zur gegnerischen Truppen zur Schlachtbank. So wollte ich es formulieren. Ja. Also, hier wird sowieso alles wie meistens abgearbeitet. Ich habe jetzt hier... Moment, wo sind sie? Genau, da haben wir. Das werde ich mit den Kopfkettchen machen, die inzwischen schon recht ordentlich ausgebaut sind. Also langsam besser, dass die auch vermutlich mal diesen, dieses Teil hier holen können. In der nächsten Stufe wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall werden, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Na, jetzt los. War schon was der Kamite zahlt oder was? Ja, und dann habe ich noch zwei Kämpfe, die ich machen kann. Hier kriege ich 345. Moment. Ja, ich kriege immer 345.000, somit würde es definitiv keine Rolle spielen. Also, fangen wir an. Moment, machen wir erstmal das weg. So. Machen wir erstmal den ersten Kampf. Und klar, der erste Kampf besteht grundsätzlich immer aus Geonosianern. Weil die das Feld bis zum siebten Stern sowas von easy peasy durchrocken, dass sich das denen natürlich auch weiterhin easy peasy durcharbeiten. Also los. So, das hat wunderbar natürlich funktioniert. Also die Geonosianer machen da wirklich ihren Namen alle Ehre. Funktioniert super. Weiterhin hier machen wir mein Imperium-Team. Da sind natürlich die Truppler deutlich besser, aber meine Truppler müssen erst ausgebaut werden, damit sie hier bestehen können. Vor allem die brauchen Mods. Okay, die könnte ich ihn theoretisch gesehen geben, aber nein, das mache ich jetzt noch nicht. Aber für diese Phase werde ich wahrscheinlich mir überlegen, dass ich die Truppler etwas besser ausbauen werde, damit sie das hier durchstehen könnten. Bis zum nächsten TB. Dauert ja jetzt einen guten Monat, aber ein bisschen Zeit. Ist auf jeden Fall eine Überlegung definitiv wert und ich glaube auch nicht, dass der Virus des Seta benötigt. Und dann könnte ich das Imperium-Team woanders mit einsetzen. So, also los geht's. Das schaffen die auch wunderbar alleine. Die sind gut genug ausgebaut, dass das klappen wird. Yeah.
Jawohl. Sehr gut. Dann gehen wir hier runter. Oberste Feld ist geschafft. Beide Wellen. Sehr gut. Dann dieser Kampf hier. Ah, genau. So. Dann AOE. Der erste ist raus. Geht wesentlich einfacher als beim letzten Mal. Den mittleren betäuben, das funktioniert nicht. Tun wir uns ein bisschen verstärken. Jetzt ist er betäubt. So, der erste ist down. Der härteste. Jawohl. Wow. So. Ja, vielleicht können wir den anderen betäuben. Das hat funktioniert. So, jetzt tanken. Jetzt betäuben, komm. Jawohl. Und jetzt ist er fertig. Ja, der Kampf war jetzt gut. Auch der sehr gut funktioniert. Dann der letzte. Ja. Mit dem wird es jetzt schon schwieriger. Okay, Phase 1 nicht. Das hat Kylo Ren alleine gemacht. Da bin ich gerade etwas sprachlos, was der da gerade veranstaltet hat. Ja, mal sehen, ob das auch wieder funktioniert. Erster Schlag. Ja, zwei Schläge. Da war der Crit zu gering. Mal sehen, ob er zwei Angriffe macht. Jawohl. So, die dritte. Gleich auf den Rebellen. Gleich weiter schwächen, betäuben und jetzt weiter an dem arbeiten. Jetzt mal sehen, schönen AOE machen. So, jetzt haben wir ihn weg. Komm. Ja. Ah, fast. Jawohl. So, jetzt ist er weg. Und der hätte mir jetzt noch richtig schön Schwierigkeiten bereiten können.
Zweimal angreifen, komm. Jawohl. Ja, das sollte jetzt langen. Genau. Ich muss dem Henker einen größeren Crit Damage machen. Das war deutlich zu wenig. Jawoll. Sehr gut. Jetzt ist der Spion natürlich wieder. Aber das stört ja nicht, ist ja nur der einzige. Und komm. Mal einen Angriff. Und das war's. Letzte Welle. Und der letzte Kampf. Also fangen wir an. Nehmen wir uns den ersten Pilot zur Hand. Ja, wir müssen weiter mit und weiter schwächen. Können, jawohl. Ja. Das ist das Problem mit den Piloten. Das ist immer das Problem mit diesen verdammten Piloten. Ja, die können sich wieder schön hochheilen. Nämlich die ganze Arbeit auf einmal umsonst. Der ist wieder sichtbar. Alles wieder zum Anfang. Oh, das ist blöd. Immer noch nicht. Jetzt komm, weg mit ihm. So, der erste ist weg. Oh. Warte, bisschen wieder hochheilen. Ah, verdammt, der AOE funktioniert noch nicht. Weg. Jawohl. Ja, ich kann sonst nur... Ja, den muss ich weiterhin anvisieren. Jetzt kann ich einen AOE machen. Sehr gut. Passt. Mal den weiter angreifen. Jetzt ist er weg. So. Kriegt er die nächste Erpressung? Der wird. Mal sehen, wie viel ich. Ah, fast.
Komm weg mit dem. Komm weg mit dem. Jawohl. Beuten. Erpressen. Wieder hochheilen. Schön ein bisschen mehr Massenangriff. Sehr gut. Und jetzt weg mit dem. Jawohl. Und gleich nochmal. Das hat diesmal sehr, alles durch. Alles geschafft. Sehr gut. Warum klappt das nicht immer so? Also, jetzt noch schnell setzen und dann war es das für heute. Ups. Hier oben kann man noch 3. Mehr geht nicht. Ja, die 2. Hab ich die eigentlich? Ja. Bei 5 Splitter. Bei 5 Splitter habe ich die. Das ist deutlich zu wenig. Ja, und hier kann ich noch einen setzen. Da oben ist er. Mehr kann ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Truppen. Jetzt schauen wir mal, wie es mit der Stationierung ausschaut. Auf jeden Fall unten sinnvoller. Da haben wir dann den 2. Stern, nehme ich schon mal wirklich safe. So, Leute. Und somit war es die Runde. Rot, imperiale Vergeltung, Phase 2. Abgeschlossen. 7 Sterne. Schaut gut aus. Macht natürlich jetzt Laune für mehr. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag, macht es gut, ciao, servus und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video.